Abe ist zurück und ihn erwarten noch weitere harte Prüfungen hier in der Soulstorm Brauerei. Wobei man auch sagen muss, wir sehen Licht am Ende des Tunnels, also ein Ende ist nicht mehr allzu fern. Also Oddworld-Fans, genießt es noch. Auch ich darf mich noch nicht zurücklehnen, es ist einfach noch zu viel zu tun. Allerdings glaube ich, dass wir gut auf Kurs sind, 100%. Also meines Wissens haben wir alle Mudakens bis zu diesem Punkt. Und ja, aufmerksam bleiben ist hier die Devise. Ich glaube, das Leak hat ein Problem. Das war blöd von mir. Entschuldigt. Aha. Ja, hier muss ich das erst deaktivieren. Das konnte ich doch gerade nicht riechen. Ja, mei. Riecht halt nicht alles wie Abe. 10 Meilen gegen den Wind oder so. Nichts für ungut, Abe. Aber du kennst dich ja und deine... Ja, deine Ausdünstungen. Deine Inkontinenz. So. Meister Sleek macht sich auf den Weg. 7 Arbeiter hier in diesem Zulag. Alle fertig gemacht. Schön, dass der Mordaken sich duckt, weil sonst wäre der auch Hackfleisch. Gottes Willen, wo muss das liegen? Wo führt denn das hin? Ich könnte auch den Lift nehmen. Ach, jetzt bin ich hier oben. Oh, die Mordakens, ne? Das ist schlecht. Vor allen Dingen, da ist er. Abe kann da wirklich nicht weg. Das muss alles der Sleek erledigen. Das war blöd, ne? Ja, zuerst. Ich muss da den Mordaken warnen. Was bleibt mir übrig? Das ist der Witz. Am Ende ist das Leak, was wir da im Hintergrund sehen, und mit dem Hebel da rechts im Hintergrund macht er die Barriere da weg, dass Abe da durchlaufen kann. Und solange müssen wir als Leak die Gegend erkunden und aufräumen. Lass mal auf den Kollegen zu verprügeln, bitte. Danke. Also, dieser Sleek ist unser Freund. Mann, die falsche Taste! Ich habe ihn rechtzeitig gewarnt. Ich tue einfach Quicksave laden. Ich habe ihn rechtzeitig gewarnt und drücke die Hauen-Taste. Also so ein Sleek kann ja auch zuhauen. Damit, ja, kannst du eigentlich nur Mordakens verprügeln. Wenn du die zu viel verprügelst, sterben die. Macht das nicht. Aber ansonsten hat das wenig Sinn. Also die X-Taste. Na gut, beide sind weg. Damit kann ich auch leben. Wie das möglich ist. Wie das möglich ist. Aber die können das. Die haben das wahrscheinlich geübt bei One-Two-Switch, ne? Mit dem Ziel. One-Two-Switch ist auch so ein Spiel, ey. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Licht und Schatten. Es macht zwar ein bisschen Spaß an einem Abendmahl, aber man amüsiert sich eher über das Spiel selbst, ne? Was auch nicht zwingend schlecht ist. Aber als Vollpreistitel. One-Two-Switch hätte halt wirklich als, hätte der Switch beiliegen müssen. Das ist eine schöne Tech-Demo. Nichts mehr. Falsches Thema. Wir spielen gerade ein PlayStation 1-Spiel. Und glaub ja nicht, dass es auf deinem popeligen 32-Bit-System läuft. Da waren Mordaken. Habt ihr das mitbekommen, dass da noch was dazwischen war? Der Spruch, den ich gerade gebracht habe, den gibt es, glaube ich, in der PC-Version von Apes Exodus, ja. Wo auf das nächste Spiel aufmerksam gemacht wird und dann kommt doch ein Mordaken, auch auf Deutsch, der dann halt sagt... Und glaub ja nicht, dass es auf deinem popeligen 32-Bit-System läuft. So, meine PS1-Version. So nicht vorhanden. Keine unbefugten Sleeks ab diesem Punkt. Aha. Eins. Ah! Nicht getroffen, vollgesoffen. Zwei. Und 3. Der Mordaken ist sogar aggro. Was hat er denn? Däh. Weißt du was, dafür kriegst du einen Prügler. Tut mir leid, also. Das ist einfach grundlos aggro. Ich bin immer am Helfen, ey. Der checkt's nicht mal. So, und jetzt komme ich vielleicht jetzt zu der Stelle,
wie ich denke? Noch nicht. Oh, aber es nimmt kein Ende. Aha! Vor allen Dingen guckt euch die ganzen Fässer an. Ist das episch? Ist da noch überall Brühe drin? Die haben doch noch ein bisschen Vorrat, Alter. Sollten froh sein, wenn ihr den Vorrat mal abbauen können, würde ich sagen. So, auch das haben wir erledigt. Ich weiß nicht, welche Kreatur auf... Das ist das Ende? Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, welche Kreatur auf Earthworld ich wäre. Ganz kurz. Was ist das hier nochmal? Ja, ja, Entschuldigung. Hab vergessen, Alzheimer. So, ja gut, ich brauch nochmal einen. Ich hab gerade irgendeinen Weg übersehen anscheinend. Ich hab zwar gut aufgeräumt, aber ich dachte, da geht's halt runter. Falsch gedacht. Ich hab gesehen, dass wir gleich mit Ape hier lang müssen. Also Sneaks können nicht springen, das wissen wir. Aber alles schon gut aufgeräumt. Der Teleporter führt ja auch in eine Sackgasse, wenn du so willst. Mit dem Lift kann ich nur nach unten. Und auch nicht noch weiter. Entschuldigung. Da platzt es einfach aus mich raus. Ab diesem Punkt. Hä? Bin ich dope? Ja, ohne Momente. Ich habe einen Quicksave gemacht. Ich guck mal gerade. Der Hebel? Ah, macht einen Lift wahrscheinlich. Heldenhaft vor mir. Voll unnötig. Aber okay, ich bin halt geblendet von dieser... von den Fässern, die hier noch rumstehen. Das wird mich wohl dahin führen, wo ich hin möchte, aber trotzdem gucke ich nochmal zu meiner Rechten. Was da so geht. Ach so, das ist der Raum. Gut. Räumliches Denken 6. Bitte setzen. Ape Wanted. Und seht ihr das? Die Ape Wanted Schilder. Ja, 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 ja. Ist ja nicht so, als ob jeder Modaken fast gleich aussehen würde. What the fuck? Gut, Ape ist blau. Und hat einen zugeschnürten Mund. Übrigens habe ich das nochmal intensiv vernommen. Jetzt ist natürlich alles an. Warum Ape genau einen zugeschnürten Mund hat. Ich will nochmal ganz kurz gucken, ob der Modaken es mal an sicher gehen. Als Kind, es hieß, als Kind wäre ein Crybaby gewesen. Hat ziemlich genervt. Weswegen die das gemacht haben. Ob es was geholfen hat, weiß man nicht. Inzwischen ist es natürlich längst gelockert. Aber hat er schon als Baby bekommen, weil er laut war. Hat einfach alle genervt. Dass er nicht einfach abgeschlachtet wurde, das wundert mich ja total. Das wäre typisch Outworld gewesen. Und die Sache mit den Fingern. Weil in Apes Odyssey... Da brauche ich ja nicht lang, oder? In Apes Odyssey hat Ape ja 4 Finger. In Apes Exodus hat er 3 Finger. In Munch's Odyssey hat er 3 Finger. In New and Tasty hat er wieder 4 Finger. Genauso wie in Munch's Odyssey HD. Also es ist so, dass in Japan... Oh, lass mich lügen. Irgendwas mit Fleischarbeitern sogar. Ich glaube, euch soll ich hier retten. Also brauche ich nicht Wonderful oder Strickhull oder so. Japanische In Japan, Fleischarbeiter, irgendwas mit 4 Fingern. Also ich weiß nicht, ob da vor Jahrhunderten den Fleischarbeitern die Finger abgehackt wurden oder sowas. Ich habe es nicht ganz verstanden. Aber Japan ist da wohl ein bisschen aggro. Und Walt Disney bezahlt auch im Jahr, ich lass mich lügen, 5 Millionen Dollar dafür, dass Mickey Mouse in Japan mit 4 Fingern auftreten darf. Also die haben voll was dagegen, dass die Charaktere irgendwie 4 Finger haben. Und deswegen dachten sich die Outworld Inhabitants, gut, dann haben unsere Viecher halt nur 3 Finger. Ende. Haha. Ach, was willst du denn? Sorry.
Der hat gerade gelacht. Okay. Hä? Der war sauer und ich habe gerollt und dann war wieder alles in Ordnung. Was ist bei dem falsch? Und der Witz ist auch, Apes Odyssey ist in Japan mit drei Fingern, haben sie editiert. Das ist halt auch die Sache, nicht nur Apes Hand, sondern man sieht halt auch den Mond. In dem einen Mond ist, ne, der eine Finger halt einfach auf einmal doch nicht im Mond drinne. Das ist irgendwie witzig, finde ich. Ich muss euch nur noch abholen. Eigentlich, oder? Jeden einzeln? Warum nicht, ja? Okay. Ja, so dass in Apes Exodus und Munch's Odyssee gesagt haben, komm, wir haben, lassen die direkt einfach drei Finger haben, auch weltweit. Fanden es aber trotzdem. Ach, das sind genug, danke. Fanden es aber trotzdem blöd. Haben es deswegen in Munch's Odyssee HD und in New and Tasty wieder revidiert. Ist mir nur recht, solange man sich für eins entscheidet. Also ich hab. Was soll das denn jetzt? Okay. Ich habe Ape und die Mudakens mit drei Fingern kennengelernt und von mir aus, ich meine, sieht ein bisschen komisch aus, aber in Outworld ist halt einiges auch komisch, sind wir mal ehrlich. An die Arbeit. Wir alle. Die Sleeks haben ja zwar auch vier Finger, aber ein Mittelfinger ist übelst kurz. Ich weiß nicht, zählt das dann nicht oder warum, WTF? Und Klackens laufen auf ihren Händen. Nur die Füße sind verkrüppelt. Alles merkwürdige Kreaturen. So, jetzt habe ich nicht mitgezählt, aber sieben kommt hin, oder? Mit den drei. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo diese Tür hinführt, die ich gerade geöffnet habe. Aber für den Fall, dass die mich einfach in den nächsten Zulag bringt und ich weiß nicht, ob ich was übersehen habe, würde ich gerne noch so eine Tafel sehen. Eine Tafel Schokolade. Sehr gerne. Danke. Nee, let's take a look. Das ist hier natürlich weit und breit nichts. War ich nicht bei 265? 272. Damit müsste ich 7 hier haben. Ich mach mal hier safe, Alter. Geh durch die Tür. Da steht ja auch nicht Ausgang ohne Rückkehr. Das könnte man... Langer Quicksave. Hier unten drunter schreiben. Und die Tür ist zu. Mach halt zu. Aber scheinbar hatten wir ja alle 7 Stück. Oh yeah, baby. 10 Zulege geschafft. Man könnte meinen, runde Zahl. Das passt. Wir haben alles. Und was kommt? Die dritte Halle. Aber das ist auch die letzte große Halle, nicht wahr? Und keine Halle, wo nur 4 dasteht. Es sind 15 Zulege insgesamt. Ja. Du bist hier. Zulag 11, 12. Warum ist es immer anders sortiert? 14, und was ist dann oben rechts? Hä? Da ist 11 und 12? Ach, das ist doch komisch. Aber die Reihenfolge soll mir Schnuppe sein. Im alten Apes Exodus Let's Play habe ich auch total durcheinander gemacht. Zum Beispiel habe ich erst Zulag 9 gemacht, der so hammerhart war. Und dann Zulag 5. 6, 7, 8. Oder erst Zulag 9 und dann 6, 7, 8. Mhm. Scheint ja auch schon wieder ein bisschen mehr kompliziert zu sein, wenn ich da irgendwie Tür A lese. Ah, 11. Wir sind richtig. Fliegen des Leaks for the win? Ja, das ist doch nice. Nicer Scheiß. Hey. Hallo. Arsch. Das bewirkt wahrscheinlich nur, dass... Kannst du da durch? Gut. Dass der Lift wieder zurückkommt.
Ah, hier kann ich die Mutter Agnes ganz einfach schnell erwischen. Die sind am Brühe erkrankt, da war noch einer. Auf der linken Seite. Oder war der das? Kann sein. Oh, reicht noch. Sehr gut. Da kann ich nicht rein. Bei euch kann ich rein. Aha, naja. Das sehe ich gerne. Viele Mutagens, Alter. Viele Mutagens. Da kommen wir schneller auf die 300. Aha. Und hier noch ein Quickie. Ja, ich muss euch so erledigen, was? Rote Kreise und so. Schön. Hier wird erstmal aufgeräumt. Ich glaube nicht, dass es da runter geht. Ich probiere es trotzdem. Ich habe mich ein bisschen auf den Kieker. Aber da hat mich nicht erwischt. Oh, damn, fast hätte er. Aha, beide kaputt. Das darf nicht wahr sein. Ich muss doch bestimmt den Hebel betätigen. Ey, immer sowas. Wenn wir jetzt in diesem Part erst gehabt, dass wir einen normalen Sleek auf Reisen schicken müssen. Und jetzt einen fliegenden. Und ich war fast am Ende, Mann. Dass es auch nicht mal perfekt funktionieren kann. Immer nur so ein bisschen Larifari hier. Aber egal. Am Ende zählt das Ergebnis. Und das kann sich ja sehen lassen. Hier geht's runter. Das Ape einfach nur alle einkollekten. Ich frage mich aber, wo ist der Vogelkreis? Da halte ich am besten direkt mal Ausschau. Hier nicht. Ja. Ah! Er hat mich erwischt. Das kann, das darf doch nicht wahr sein. Da könnte ja jeder kommen. Also, ich bin nicht Alkoholiker, aber Bierwitze sind drin. Zwischen Leber und Milz passt immer noch ein Pilz. Nicht nachdenken, trinken. Sonst noch Brühe. Wusstet ihr, dass Apes Exodus ursprünglich auch den Entwicklungsnamen trug namens Oddworld Soulstorm? Ja, so wie jetzt der neue Titel heißt, was ursprünglich als Remake geplant war. So sollte dieses Spiel, was wir gerade spielen, eigentlich mal heißen. Hier geht's noch lang. Da ist der Vogelkreis! Also 6 Arbeiter sind's nur? Es kommen mir mehr vor. Das sind halt immer 2 Apare. So. Das Ding ist jetzt unten, ja. Darfst mich erschießen. Die Ehre sollst du haben. Dass du ein bisschen befriedigt bist. So deine eigenen Kumpanen, deine eigenen Brüder und Kollegen erschossen hast, wenn das dir die Freude bringt. Hallo! Schön, dass wir keine Pfeif-Spiele mehr brauchen. Das fand ich ein bisschen strange an Apes Odyssey, dieses. Dafür machen das ja jetzt die Sleeks und so. Die Sleeks machen das. Wobei, die mussten das auch machen in Apes Odyssey, oder? Ich glaube schon. Ja, da hinten ist verwirrt, wenn ich ihr alle sage. Ihr alle. Ja. Ja. Mitkommen. Ja. Okay. Okay. Er möchte nicht. Er kann nicht. Ja. Ja. Muss genau Hi sagen und nichts anderes. So. Ich habe noch eine Fähigkeit. Weiß nicht, ob ich die brauche. Bestimmt, denke ich mal. Hallo? Ja. Alter. Das war unvermeidbar, denke ich. Kommst du? Alle rauf auf den Lift. Auf die Seilbahn. Das lustige Abenteuer geht weiter. Das reicht schon. Ich habe den gelben Ring. Den grünen Ring der Unsichtbarkeit, den gibt's nicht mehr, ne? Ja, alle. Ja, 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 ja.
Ja, gibt nur 6 Mudakens. Ich brauche mir den Ring nicht nochmal holen. Der Herr der Ringe. Sonic und die geheimen Ringe. Also, nochmal 6 Stück, Alter. Das ist doch ein ganzer Batzen, du. Das ist die Frage, wie bringe ich euch hier lebendig durch? So, der schießt gar nicht auf die, sondern nur auf mich. Dreh dich nach rechts und wir geben Gummi. Alle noch da? Alle noch da. Oh, sie beginnen Selbstmord. Schade. Haben wir knapp nicht ihren Selbstmord gesehen. Na gut, schade ist jetzt die falsche Wortwahl. Pisst mir deswegen bitte nicht ans Bein. Ihr wisst, wie ich es meine. Weil wir das noch nicht gesehen haben in diesem Let's Play. Wenn die so deprimiert sind, dass sie sich selbst umbringen. Nur ob das einfach geht mit der Hand auf dem Schädel, bezweifle ich fast. Wobei, ich kenne mich damit auch nicht aus. Will ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Sind doch alle da? Da war doch so ein Nachzügler-Spacken, Alter. Ja, das geht nicht. So passiert's manchmal. Da ist er noch draufgegangen, habt ihr es gesehen? Wenn da nicht mal einer erwischt wird, dann kann ich ja auch direkt... Warum mache ich nicht mal einen Quicksave? Habe ich eins? Habe ich noch eins gemacht? Ja. In der Tat. Warten wir also, bis er ganz rechts ist. Es kann doch nicht wahr sein. Wie? Du bist schuld. Du bist schuld. Du bist schuld. Zur Erklärung, wenn einer stirbt, den die kannten, werden die depressiv oder traurig. Dann musst du dich entschuldigen, ihr wisst schon. I'm sorry. Aber wenn halt noch was Schlimmes passiert, das heißt, noch einer stirbt oder du schlägst die, dann bringen die sich um. Warum mache ich direkt einen Quicksave? Okay, jetzt so! Was? Jetzt falle ich auf den Glauben ab. Was ist denn das? Wo soll der denn hingucken, bitte? Instant. Ich glaube, ich habe eine bessere Idee. Es wird schlauer sein, das so zu machen. Warte. Hä, und jetzt macht er gar nichts? Mitkommen. Ich glaube, die sind safe, oder? 2, 3, 4, 5, 6. Geil. Warte. Retten wir die erstmal, bevor ich gucke, was in, keine Ahnung, Raum A ist. Ich glaube, das ist irgendwie eine Verbindung, aber ich habe keinen Plan, warum. Der hat nichts dagegen. Das finde ich gut. Oder brauche ich die? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. So, 278. Nicht schlecht, was? Nicht schlecht, nicht schlecht. Jetzt frage ich mich allerdings, was ist denn jetzt da noch? Ich kann da raus. Auch niemand mehr. Gucken wir uns das an. Für irgendwas wird es gut sein. Vielleicht sind hier noch mehr? Na, ist einfach nur eine Verbindung. Es führt nicht einfach zurück. Warum braucht man das? Für den Fall, dass irgendwas falsch gemacht wurde. Ja. Dann machen wir den da. Was hätte ich jetzt machen sollen? Wie kommt denn der Lift zurück? Ich muss einen Sleek vorschicken wieder. Sonst kommt der Lift nicht wieder. Oh, was ein Umstand auch noch, ne? Dann lassen wir das. Dann haben wir das, glaube ich, geschafft hier. Zulag 11.
Bleiben noch 12, 13, 14 und 15. Vier Stück. Müsste von der Anzahl echt hinkommen. Ja. Ja, einfach nur ja. Ich bin das ganze Let's Play über so kritisch, was meine geretteten Modakens angeht, weil es da durchaus fiese Verstecke gibt. Aber alles ist gut. Ach, deswegen zählt die Tür oben rechts nicht, weil da waren wir schon. Im nächsten Part machen wir den nächsten Zulag. Müsste Zulag 12 sein, seid dabei. Und ja, mal sehen, ob das so flüssig, gut und mit guter Laune vorangeht, wie im heutigen Part, der hoffentlich einen Daumen nach oben wertest. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!